Qui êtes-vous, Omar Sharif? Je suis un espèce de citoyen du monde. Je suis un joueur de bridge. J'aime les chevaux de course. Et je crois que je fais du cinéma seulement en amateur. Omar, das ist für mich sein Hemd, sein Jackett und er selbst. Das ist alles. Als Omar von uns ging, passten all seine Besitztümer in zwei Koffer. Die meisten Amerikaner oder Europäer kennen vermutlich nur zwei Ägypter, Kleopatra und Omar Sharif. Ich bin ganz froh, dass dieser Mythos des mediterranen Verführers immer noch Bestand hat. Mir ist das lieber als das Bild des armen Omar Sharifs, alleine in einem Hotelzimmer. Da ist mir der Glamour-Mythos lieber. Sie konnten ihm jedes Label aufdrücken, wie es ihnen gerade passte. Nach dem 11. September sagte Marlon Brando, mit das Traurigste ist, dass es hiernach nie wieder einen Omar Sharif geben wird. Und es stimmt. Ich selbst arbeite als Schauspieler in Los Angeles und alle Rollen, die man mir anbietet, heißen entweder Entführer Nummer 4 oder Terrorist Nummer 7. So werden Araber heute repräsentiert. Omar Sharif. Ein Gesicht der arabischen Welt, wie es heute kaum mehr denkbar ist, wo Schreckensbilder und Klischees unsere mediale Wahrnehmung von dieser Region prägen. Doch verstand sich Omar Sharif tatsächlich als ein Botschafter seiner Heimat? Oder wurde ihm diese Rolle nur aufgezwungen? War er wirklich der große Verführer, den die Welt in ihm sah? Wer war dieser Mann, der seinen Geburtsnamen ablegte, in mehreren Ländern der Welt lebte, Kartenspiele vielleicht mehr liebte als das Kino und einen Großteil seines Lebens in Hotelzimmern zu Hause war? I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. His name will live in history. It will live in the annals of war. It will live in the legends of Arabia. Who is he? What is your name? My name is for my friends. Ich lernte Omar kennen, als er das erste Mal in L.A. war. Es hat ihn sehr beeindruckt. Aber wer weiß, ob er jemals nach Amerika gekommen wäre, wenn er nicht für Lawrence von Arabien für den Oscar nominiert gewesen wäre. Dieser Mann kam frisch aus Ägypten. Er wusste nichts über Hollywood. Wahrscheinlich war es ziemlich überwältigend. Beim ersten Mal kam er nach Hollywood, weil er für seine Rolle in Lawrence von Arabien für 2 Golden Globes nominiert war. Kein schlechter Anfang, in einer Stadt wie Hollywood der Star des Abends zu sein. Und dann hat er beide Globes auch noch gewonnen. Omar bewunderte das Hollywood-Kino sehr. Als er plötzlich mittendrin steckte, himmelte er jeden an. Er wollte dabei sein. Omar, congratulations. Thank you very much. I know you're very proud. It's wonderful, isn't it? Yes, and I would say at this Golden Globe Awards, you're being the prime number one actor of Egypt. Is there another actor over there?
Well, there are a few, not very many, but a few, but they never go out. I mean, they have never been seen in international films. How did you get started with films? Well, I got started in Egypt. I wanted to be an actor, and I immediately got a very lucky break. I've had lucky breaks all my life, as a matter of fact. I can't believe it's all luck, but again, thank you very much, and congratulations. Thank you. Omar hat seinen Namen geändert, um seinen Eltern keinen Kummer zu bereiten. Er wollte nicht, dass der Name Chaloux dadurch beschädigt wird, dass er auf den Leuchtreklamen der Kinos steht. Für sie war nämlich die Filmwelt die Welt der Gaukler. Das waren keine anständigen Leute. Sein Vater war ein erfolgreicher Holzhändler. Er war sehr wohlhabend und wollte, dass sein einziger Sohn ins Geschäft einsteigt. Er erzählte von seiner Mutter in Ägypten und davon, wie sie, wenn er von der Schule nach Hause kam, mit König Faruk Karten spielte. So erzählte er es. Sie war zu Hause und spielte Karten mit König Faruk. Das war normal. Seine Familie war sehr, sehr katholisch. Er hasste es, zur Beichte zu gehen. Er fand das von klein auf lächerlich. So erzählte er dann irgendwelchen Blödsinn. Es war ihm schon damals ziemlich egal. Das ägyptische Königreich ist seit 1922 unabhängig, steht aber unter starkem Einfluss der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien. Alexandria ist in den 1930ern ein Schmelztiegel vieler Kulturen. Damals verkehrten in Alexandria Juden, Muslime und Katholiken miteinander. Alle spielten miteinander. Das war völlig normal. Als er etwa 12 Jahre alt war, wurde er dick. Wie viele Jungs in diesem Alter. Seine Mutter vergötterte ihn und sagte, das geht so nicht, mein Sohn ist hässlich, unansehnlich, er muss abnehmen, was soll ich nur machen? Also beschloss sie, ihn dahin zu schicken, wo man ihrer Meinung nach nur schlechtes Essen bekam und Sport treiben musste. Und so kam er aufs Victoria College. In Ägypten war das die britische Schule par excellence. Er ging dort mit der High Society aufs Internat. Ich glaube, er bewunderte die Briten. Und ja, es prägte ihn sehr. Ich denke, dass Omar das unterbewusst immer beibehalten hat. Mir fiel auf, dass er in Anwesenheit von Engländern gern seine Krawatte vom Victoria College trug. Er sprach englischer als sie, mit BBC-Akzent. Er wählte Wörter, die die Engländer normalerweise nicht benutzen, alte Wörter. Omar wollte dann englischer sein als die Engländer. Er liebte Naturwissenschaften, Mathematik, aber seine wahre Passion war die französische Literatur. Und deshalb meldete er sich beim Theaterclub an. Dies ist keine normale Bühne an einer normalen Schule. Dies ist die Bühne des Victoria College. Große Schauspieler, Schauspielerinnen und Regisseure hatten hier ihren Anfang. Omar Sharif, aber auch viele andere Absolventen des Victoria Colleges konnten hier ihr Talent unter Beweis stellen. In der Schule spielte er die Hauptrolle in Der eingebildete Kranke von Molière. Alle haben ihn bejubelt, weil er großartig gewesen sein muss. Und so ging alles los. Am Anfang stand die Liebe zur französischen Literatur und danach der Applaus. Applaudissements.
Kairo gilt in jenen Tagen als das Hollywood am Nil. Die ägyptische Filmindustrie beherrscht den arabischen Markt. Wie viele große Schauspielkarrieren beginnt auch die Omar Sharifs mit einer glücklichen Fügung. Meine Mutter stand seit ihrem 6. oder 7. Lebensjahr vor der Kamera. Sie war der größte Star des Landes, eine Art Shirley Temple Ägyptens. Als sie sich trafen, war meine Großmutter viel berühmter als er. Sie hatte in zig Filmen mitgespielt. Sie war die berühmteste Schauspielerin der arabischen Welt. Der Regisseur Yusuf Shaheen entdeckte Omar Sharif. Er besetzte ihn an der Seite von Fateh Hamama. Und so begann ihre Liebesgeschichte und sie heirateten. Also ist Omar zum Islam konvertiert. Denn es war undenkbar, dass ein Katholik das Idol der ganzen Nation heiratet. Als er nach Hause kam und sagte, ich heirate jetzt eine Muslima, hat das sicher in der Familie für Wirbel gesorgt. Danach spielten sie in mehreren Filmen zusammen. Dank ihr ging seine Karriere richtig los. Sie waren das angesagte Paar. Sie waren wie Brangelina. Sie waren wie Brad Pitt und Angelina Jolie. Die sind ja auch geschieden. Er war glücklich, berühmt und drehte gute Filme. Ich habe den Eindruck, dass er seine schönsten Jahre damals, in seiner Jugend, erlebt hat. Wenn Sie Fotos von Fateh, ihm und Tarek sehen, da sehen sie wirklich glücklich aus. I traveled all the time. I live in hotel rooms and I eat in restaurants because I live alone. For now, since 1966, I've lived alone. See, that's a long time. I was 34 then, so I wasn't so old. And I lived alone for all the rest of my life from 1966 till now. Für einen Junggesellen ist das Hotelleben ideal. Für ihn war es praktisch. Und er war sowieso 9 Monate im Jahr für die Arbeit unterwegs. Er hatte enge Beziehungen zum Hotelpersonal. Das waren Leute, die er seit Jahren kannte, deren Kinder er mit Namen kannte. In einem Hotel ist man nie allein. Now, a gathering of international stars unfolds the story. Alec Guinness as Prince Faisal, Anthony Quinn as Auda Abu Taiy, and Peter O'Toole as Lawrence. David Lean tat sich schwer, die Rolle des Sherif Ali zu besetzen. Sie waren schon in der Wüste und wollten anfangen zu drehen. David Lean hatte einen französischen Schauspieler als Sherif Ali engagiert. Und am ersten Drehtag schaute David durch den Sucher und sagte, Peter O'Toole hat blaue Augen. Der französische Schauspieler hat grüne Augen. Das ist kein Kontrast. Ich brauche einen Kontrast. Schickt mir Fotos von arabischen Schauspielern, die Englisch sprechen. Er bekam 5, 6 Fotos hingelegt und seine Wahl fiel auf Omar.
Der kam zum Set und David sah ihn sich an und sagte, okay, jetzt fehlt nur noch ein Schnurrbart. Die Dreharbeiten haben viele Monate gedauert. Es war wie ein Ferienlager. Sie trafen sich abends und er hatte die Möglichkeit, sich mit den Besten der Branche zu unterhalten. Er lauschte den Geschichten der Schauspieler, die er schon seit langem bewunderte. Denn seit seiner Kindheit wusste Omar alles über das Hollywood-Kino. Lawrence von Arabien gewinnt 7 Oscars und macht den 30-jährigen Omar Sharif zum internationalen Shootingstar. Nach Lawrence von Arabien sagte David Lean zu ihm, man wird dir jetzt nur noch anbieten, Araber zu spielen. Ich gebe dir Geld im Voraus und du sagst nein, du lehnst alle Araberrollen ab. Mighty are the conquerors who have swept through history, but no Napoleon or Caesar more mighty than the prince of conquerors, Genghis Khan. Many are the actors who have achieved stardom, but none have rocketed more surely or sensationally to the highest galaxies than the Academy Award nominee of Lawrence of Arabia, Omar Sharif. Outcast, slave. Born a slave, I never was. Born to rule, the Yesugai was always in my stars. Sagen wir mal so, Omar hat die Grenzen verschoben. Bastard, you murdered my brother and hundreds of other decent Cubans. And Omar Sharif is Che. He was a token. Für Hollywood war er der Vorzeige-Ausländer. In einer Zeit, in der es keinerlei Vielfalt gab, repräsentierte er das Andere. Das mussten keine Araber sein. Er spielte Russen, Mongolen oder Kubaner. Er sah anders aus und konnte deshalb alles Exotische verkörpern. Omar Sharif als Major Grau, the perfect hunter. Finding a killer became an obsession, and even death could not deter him. Just what do you think you're doing? My job. None of the generals. In die Nacht der Generale hat er sehr glaubhaft einen Major der Wehrmacht gegeben. No doubt about that. Er konnte alles verkörpern. He could deliver. Now, from the most widely acclaimed novel of our generation, Metro-Goldwyn-Mayer presents David Lean's film of Boris Pasternak's Dr. Zhivago. Omar konnte nicht fassen, dass David Lean ihm die Rolle des Dr. Zhivago anbot. Er ist ein russischer Arzt, ich ein Schauspieler aus Ägypten. Und David sagte, genau, du bist Schauspieler. Du bist die Person, die sich auf nichts spezialisiert. Ich will, dass du kaum spielst. Du bist eine Art Löschpapier. Dir passiert etwas und du zeigst kaum Reaktion. Und das sagt viel über Omar aus. Sie konnten ihm jedes Label aufdrücken, das ihnen passte. A man of peace, forced into war. A man who loved deeply, tenderly, passionately. Zhivago, a man in love with life. This is Dr. Zhivago, winner of 6 Academy Awards. Coming from Cairo, Egypt, and to make it in the world, etc., you need to have tremendous drive and ambition. And I did. Il a sacrifié Faten. Er hat Faten und sein Familienleben geopfert. Tarek ist letztendlich in einem englischen Internat groß geworden. Er sah ihn nur manchmal in den Ferien. We stopped seeing each other. I mean, I was working in Hollywood, in England, and other countries, and she was in Egypt.
And it cost me my marriage. It cost me probably all my private life was ruined by it. He didn't feel, I don't think, that he was able to. Er machte sich Sorgen, nicht in der Lage zu sein, ihr alles zu geben und ihr treu zu bleiben, während er als großer Star in der Welt umherreiste. In Hollywood erreichte er seinen Zenit und zeitgleich ließ er sich scheiden. Ich glaube wirklich, dass er sie verlassen hat, weil er sie so sehr liebte. Er hat immer gesagt, ich habe sie aus Respekt verlassen. Totaler Schwachsinn. Wenn Sie das glauben, verkaufe ich Ihnen einen Kühlschrank in der Arktis. Ich bitte Sie, ein normaler Mann, Mitte 30, wird der große Star in Hollywood. Gott weiß, wie viele Starlets und Schönheiten ihm um den Hals fielen. Und ja, da wurde er schwach. The tension in the Middle East over the Gulf of Aqaba blockade develops into full-scale war, with reports of heavy fighting between Israeli and Egyptian forces along the Gaza Strip and the Sinai border. Hello, gorgeous. Who is the pip with Pussy? Columbia Pictures is proud to present Barbara Streisand. Yeah? You're going to be a big star someday, Miss... Bryce, Fanny Bryce. In her Academy Award-winning film debut. You planning to make advances? He was an odd choice. Er war eine seltsame Wahl für diese Rolle. Nicky Arnstein ist ein Jude aus Brooklyn und die Rolle ging an einen muslimischen Schauspieler während des Sechstagekrieges. During the Six-Day War. Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying the old city of Jerusalem. Barbara Streisand, Omar Sharif. Why don't we get married? Funny Girl. Sie hatten eine Affäre und ein Foto, auf dem sie sich küssen, landete in der ägyptischen Presse. Es zeigte die beiden im Profil, mit einem Halbmond auf Omars Wange und dem Davidstern auf der Wange von Barbara Streisand. Das gab in der ganzen arabischen Welt einen Skandal. Sie nannten ihn einen Kollaborateur, einen israelischen Spion. Aber Omar reagierte hervorragend. Er sagte, wenn ich eine Dame küsse, frage ich sie niemals nach ihrer Religion oder ihrer Nationalität. Omar Sharifs Entfremdung von Ägypten beginnt nicht erst mit Funny Girl und der Demütigung der jungen Republik im Sechstagekrieg. Nach seinem Durchbruch in Hollywood kehrt er über 10 Jahre nicht in sein Heimatland zurück. Ägypten unter Gamal Abdel Nasser gehört nun zum Einflussbereich der Sowjetunion. Die Ein- und Ausreise wird kompliziert und der Sozialismus greift tief in das Leben der Wohlhabenden ein. Auch Omar Sharifs Eltern werden enteignet. Seine Familie war mehr oder weniger ruiniert. Und deswegen hat er sie dazu überredet, Kairo zu verlassen. Sie haben sich in Madrid niedergelassen. Aber Omar ist immer zutiefst Ägypter geblieben. Er wollte nie eine andere Nationalität annehmen, obwohl alle Welt ihn haben wollte. Er hätte sogar die monegassische Staatsbürgerschaft annehmen können. Aber er wollte nie einen anderen Pass. Er hat immer seinen ägyptischen Pass behalten. Man hat ihn immer als einen großen Verführer, als einen großen Don Juan dargestellt. Aber Omar sah sich sowohl als Schauspieler wie auch als Mann niemals im Spiegel an. Niemals. Er bildete sich eher etwas auf seine Intelligenz ein, als auf seine Schönheit oder auf seinen Charme. Er war sich seiner Intelligenz sehr bewusst, vielleicht ein bisschen zu sehr.
Er hatte ein fotografisches Gedächtnis für Karten, Drehbücher, Poesie. Er forderte sich gerne selbst heraus und löste die schwierigsten Kreuzworträtsel in 10, 15 Minuten. Ich denke, dass er Bridge-Spieler wurde, weil er hier sein mathematisches Talent und sein Gedächtnis nutzen konnte. Er hat angefangen, Bridge zu spielen, um beim Dreh die Wartezeit zwischen den einzelnen Aufnahmen zu überbrücken. Daraus ist leider eine Leidenschaft geworden. Und vielleicht hat sie seinem Ruf als Schauspieler geschadet. Man braucht analytische und psychologische Fähigkeiten. Er hatte manchmal Probleme mit seiner Konzentration. Aber er war dennoch einer der besten Spieler auf der Welt. Jeder liebte es, mit ihm zu spielen. Er machte brillante Züge. Ich denke wirklich, dass, wenn er die Wahl zwischen einer Bridge-Partie und einem Abendessen mit einer Dame gehabt hätte, seine Wahl immer auf die Bridge-Partie gefallen wäre. Peut-être qu'on lui reprochait son côté dilettante. Vielleicht hat man ihm diese ungeschickte Art vorgeworfen, die er sich angewöhnt hatte. Um genauer zu sein, er spielte so gerne Bridge, dass er manchmal Filme ablehnte, nur um an einem Turnier teilnehmen zu können. Vielleicht hat man ihm das nicht verziehen. Peut-être que ça on lui a pas pardonné. Am Horizont zeichnete sich ein Umschwung im Filmgeschäft ab. Plötzlich wurden eher natürliche Schauspieler zu Filmstars. Jack Nicholson, Peter Fonda, Elliot Gould. Alltagstypen, wirklichkeitsnahe Schauspieler. Omar wurden auch in den 70ern noch Hollywood-Rollen angeboten. Aber wenn man das erste Mal angefragt wird, nicht den Helden zu spielen, sondern den Onkel oder den Vater des Helden, da denkt man sich, wie bitte? Das ist schwer zu akzeptieren. Ich denke, Omar war enttäuscht, als er merkte, dass du in Hollywood sofort in die zweite Reihe gedrängt wirst, wenn dein Film nicht ganz oben in den Kinocharts steht. Es gefiel ihm nicht, dass in Hollywood letztendlich die Besucherzahlen darüber entschieden, ob die Leute freundlich zu ihm waren oder ob man ihm den besten Tisch im Restaurant anbot. Vielleicht hatte er die Vorstellung, dass die Hollywood-Filmwelt eine große Familie sei. Nur war das absolut nicht der Fall. Es ist ein schönes Zimmer mit Meeresblick vom sechsten Stock aus. Mit diesem fantastischen Blick. Jeden Morgen schaute er zu, wie hier am Strand die Pferde vorbeizogen. Es gibt deutlich größere Zimmer, auch Suiten. Aber das hier war das Zimmer von Monsieur Sharif. Dieses Zimmer hat er immer geliebt. Und ich glaube, dass er nie den Wunsch hatte, das Zimmer zu wechseln. Sein
Geist schwebt auf ewig in diesem Raum. Er hätte in Los Angeles leben können, aber seine Wahl fiel auf Frankreich. Da dreht sich das Leben weniger um den Starkult und mehr um den Genuss. Ich habe 1984 hier angefangen und Monsieur Sharif war da schon Gast hier. Er kam bis 2014 hierher, also für mindestens 30 Jahre. Es war für uns ganz leicht, ihn zu finden, wenn es nötig war. Wir wussten auf die halbe Stunde genau, wann er runterkam und wann er zurückkommen würde. Er hatte eine sehr ritualisierte Lebensweise. Wir haben viele Nächte zusammen im Casino verbracht. Ich habe aber weniger großzügig gewettet als er, mit deutlich bescheideneren Einsätzen. Das Spielen im Casino war selbstzerstörerisch. Er war ein echter Spieler. Damit meine ich, dass es ihm keinen Spaß machte zu gewinnen. Wenn ich im Casino spiele und viel Geld gewinne, dann nehme ich es mit. Aber wenn er viel Geld gewann, dann ging er bis zum Äußersten, bis er alles wieder verloren hatte. I think what I was looking for was an outlet. Something that would give me a strong, concentrated emotion, excitement, which I didn't have in my life. Er war ein äußerst großzügiger Mann. Das heißt, dass er gern viele Menschen an seinem Tisch hatte, wie ein arabischer Prinz. Er suchte das Menü aus. Wenn du das nicht mochtest, Pech gehabt. Bei den Abendessen gab es eine strikte Trennung. Es gab das Pferdeabendessen, das Bridge-Abendessen und das Abendessen mit Freunden. Und ich ging zu all diesen Abendessen. Und dort habe ich mich manchmal sehr gelangweilt, denn ich spreche weder Pferd noch Bridge. Er hatte einen extravaganten Lebensstil, obwohl er gar nicht so viel besaß. Er kaufte Rennpferde, die dann verloren. Einmal starben 40 seiner Rennpferde an einer Krankheit. Auf einen Schlag. Für die meisten würde das den Bankrott bedeuten. Sein Leben lang war das so. Er ging ins Casino und verlor jeden Cent, den er auf dem Konto hatte. Nicht einmal für die Stromrechnung hätte es gereicht. Dann ging er nach Hause, das Telefon klingelte und ihm wurde ein Film angeboten, mit dem er seine Schulden beglich. Er spielte in vielen schlechten Filmen mit. Aber irgendwann war ihm das egal. Denn für ihn zählte nur noch die Höhe der Gage. Und leider ist es wie in jedem Geschäft. Je schlechter der Film, desto mehr haben sie ihm bezahlt, weil es sonst keiner machen wollte. Tom Burton muss einen desperaten Kampf für Freiheit machen. Rutger Hauer, Carol Alt, Omar Sharif in a powerful tale of passion, intrigue, and betrayal. Beyond Justice. Teilweise waren das schreckliche Filme. Ich habe ihn damit aufgezogen. Und er sagte dann später in Interviews, ich drehe nur Mist und mein Enkel macht sich über mich lustig. Da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen.
Ich war erst ein paar Monate alt, als er mich das erste Mal besuchte. Er spielte Theater in London und flog mitten im Winter nach Montreal, wo ich geboren wurde. Ich war sein erstes Enkelkind. Es gibt Fotos von dieser ersten Begegnung. Seine Augen strahlen vor Liebe. Er drückte und küsste mich, obwohl er vermutlich nicht wusste, wie man ein Baby hält. Als mein Vater noch Kind war, standen die beiden sich nicht sehr nahe. Mein Vater war weg im Internat und mein Großvater hat ihm nur wenig Zuneigung gezeigt. Vielleicht hatten wir mal eine Vater-Sohn-Beziehung, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Später dann waren wir eher wie Freunde. Mein Vater war einer meiner besten Freunde. Es kommt selten vor, dass man das sagen kann. In West-Berlin zum Beispiel ging ich mit meinem Vater aus. Und wir suchten nach jungen Damen, die wir zum Essen oder was auch immer ausführen konnten. Es war eine ungewöhnliche Vater-Sohn-Beziehung. All das Geld, das er verdient hatte, war am Ende weg. Er verlor es durch schlechte Geschäfte oder im Casino. Als er starb, wurde er von seinem Sohn seit Jahren unterstützt, weil er überhaupt kein Geld mehr hatte. His backbone. Tarek was his backbone. Tarek war sein wichtigster Rückhalt. Er hat nichts gemacht, ohne vorher mit Tarek darüber zu sprechen. Einmal geriet er in Schwierigkeiten. Eine kleine Schlägerei mit einem Casino-Mitarbeiter. Sie riefen mich an und sagten: Kommen Sie schnell, wir haben ihn verhaftet. Also flog ich hin, um meinen Vater rauszuholen. Und ich sagte: Schaut mal, ich würde ja akzeptieren, dass ich extra einfliegen muss, um meinen bescheuerten 19-jährigen Sohn aus dem Knast zu holen. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich einfliegen muss, um meinen bescheuerten 75-jährigen Vater aus dem Knast zu holen. Guys, give me a break. Je m'en fous, c'est un arabe. C'est un arabe. Et si c'était pas un arabe, ce serait pareil. Je ne suis pas arabe, maman. Je viens du Croissant d'Or. Ich war ziemlich jung. Ich war 14, als ich an dem Casting teilgenommen habe. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Ich glaube, dass ich ihn flüchtig gesehen hatte, als er Spiele und Pferderennen vorstellte. Dafür war er bekannt. Das TSC-Magazin, das war alles, was mir zu Omar einfiel. Mein Bild von ihm war das eines alten Mannes, der im Nachmittagsfernsehen die Pferderennen moderierte. I had sort of hung up my hat. You know, I hadn't made a film for 5 years when I made this film. Because in the last 25 to 30 years, I had made very bad films. And I said, I won't work unless something that makes me enthusiastic comes along. He got the script. Er bekam das Drehbuch. Er las es, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob er es wirklich gelesen hat, und meinte zu mir: Alle sagen, dass das hier großartig ist. Was meinst du? Ich las es, ging zu ihm und sagte: Diesen Film machst du. Darauf er: Aber sie haben kein Geld. Sie zahlen kaum was. Und wenn du draufzahlen musst, du akzeptierst, was immer sie anbieten. You accept whatever. Je m'appelle pas Mignon. Je sais que tu t'appelles Moïse. C'est bien pour ça que je t'appelle Maman. C'est moins impressionnant. Qu'est-ce que ça veut faire? Je m'appelle Moïse. Moïse, c'est juste, c'est pas arabe. Je ne suis pas arabe, Maman.
Je suis musulman. 5,80. Pourquoi mon père dit va chez l'arabe si vous êtes pas arabe? Arabe, bon mot, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit. Et même le dimanche dans l'épicerie. C'était assez étonnant la manière dont ça, ce personnage collait avec. Es war schon erstaunlich, wie diese Figur mit einem verborgenen Teil seines Wesens übereinstimmte. Monsieur Ibrahim verkörpert in dem Film eine absolute Toleranz, denn er adoptiert einen jüdischen Jungen. Ich habe den Eindruck, dass diese Rolle, abgesehen von dem Neustart seiner Karriere, denn er hatte ja eine Durststrecke von mehreren Jahren hinter sich, ihm die Möglichkeit gab, den Zustand der Gnade, den er in seinem hohen Alter erreicht hatte, zum Ausdruck zu bringen. Eine Möglichkeit, die ihm niemand zuvor gegeben hatte. Actually, this film needn't have had a Muslim and a Jew in it, but if there were peace in the world. But the fact that there is not peace in the world makes it relevant. That's why I think it's useful for me, who is a person from the Middle East and who is respected and loved there, to make that statement, which will not influence anybody. I'm sure no one will change their minds. But I think I had to say it anyway. Er war sehr glücklich, als er für Monsieur Ibrahim den César bekommen hat. Daran erinnere ich mich. Ich sagte zu ihm, der war gut. Und er wusste es. Er liebte die Franzosen. Er liebte das Leben in Paris. Er liebte alles an Paris. Aber sein Leben lang musste er sich für Frankreich Touristenvisa besorgen. Und die französische Regierung nahm die Gebühr für die Visa gerne an. Er war nie sozialversichert und wann immer er sich in Frankreich operieren lassen musste, zahlte er dafür aus seiner eigenen Tasche. Er war ein französischer Export. Er verdiente sein Geld im Ausland, aber er gab es in Frankreich aus. Und trotzdem waren sie hinter ihm her. Also sagte er irgendwann, mir reicht es, ich gehe zurück nach Ägypten. Ich warnte ihn, du hast dein ganzes Leben über in Europa gelebt. Das wird nicht gut gehen. Darauf er, du hast keine Ahnung. Du bist doch im Ausland aufgewachsen und weißt nicht, was es bedeutet, Ägypter zu sein. Durch meine Adern fließt ägyptisches Blut. Er ist, mal abgesehen von Kleopatra und Sadat, der berühmteste Ägypter aller Zeiten. Auf der einen Seite sind sie hier sehr stolz auf ihn, aber gleichzeitig ließen sie ihm keinerlei Luft zum Atmen. Immer wollten sie irgendwas von ihm. Komm, mach dies, mach jenes. Das Hotel Semiramis wird in Ägypten der Hauptwohnsitz Omar Sharifs. Seine Suite liegt im 18. Stock. Von seinem Balkon aus wird er unverhofft Zeuge eines weiteren Umsturzes in Ägypten. Der Revolution auf dem Tahrirplatz. Il a été un des premiers parce que, en fin de compte, er war einer der Ersten,
denn die internationalen Medien waren im selben Hotel und er sprach als einziger mehrere Sprachen. Außerdem war er im Fernsehen bekannt. Also stürzten sich alle auf ihn. The people are always right, in my opinion, I guess. I'm not a political man. I like to watch sports, not the news. But I think that I find our young people very courageous. They're wonderful people. I am very proud of my Egyptian young people. Seine Reaktionen waren immer humanistisch. Er wollte während der Revolution keine Extremisten, weder von der einen noch von der anderen Seite. Er stand auf dem Balkon seines Hotels und begrüßte die Demonstranten, weil er die Demonstranten verstehen konnte. يمشي من المركز بتاعه دي اول حاجه بعد كده مش عارفين انا شخصيا مش عارف هيعملوا ايه بعد كده I think he was hopeful. Ich glaube, er war damals sehr hoffnungsvoll. Er glaubte an die Menschen und daran, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Und er war sehr enttäuscht, als später die Muslimbrüder an die Macht kamen. Er machte sich große Sorgen, dass sie nicht für alle Ägypter einstehen würden. Ich habe einen Artikel veröffentlicht, der online große Wellen schlug. Darin habe ich hinterfragt, ob sich die Muslimbrüder auch den Menschenrechten und der Vielfältigkeit in Ägypten verpflichtet fühlen. Weniger, weil ich mir Sorgen um die LGBT-Gemeinde, sondern weil ich mir Sorgen um die Rolle der Frauen und um religiöse Minderheiten machte. Was würde ein islamisches Regime für sie bedeuten? Er hat mir beigebracht, mich um religiöse Minderheiten zu sorgen, mich um andere Menschen zu sorgen. Wie alle anderen auch, erfuhr er erst durch diesen Artikel, dass ich schwul bin. Die Reaktionen waren verheerend. Ich erhielt Todesdrohungen und war seitdem nicht mehr in Ägypten. Aber er verteidigte mich sofort in der Öffentlichkeit. Das war mir unglaublich wichtig, denn ich wusste nicht, was ich zu erwarten hatte. Und er war einer der Ersten und mit der Einzige in Ägypten, der das tat. Omar Sharif verbringt die letzten Jahre seines Lebens abwechselnd in Ägypten und Europa. Wie zu Beginn seiner Karriere spielt er wieder in ägyptischen Filmen mit. Auch in Frankreich bekommt er weiterhin Rollen. Als ich Omar die Rolle in meinem Film anbot, sagte er zu mir, ich habe dein Drehbuch gelesen, aber erzähl es mir nochmal. Als ich ihm die Geschichte über einen alten Mann erzählte, der Alzheimer hat und selber bestimmen will, wie er sein Leben beendet, hatte er Tränen in den Augen. Er sagte, das ist eine sehr schöne Geschichte, ich werde den Film mit dir machen. Er hat immer viele Fragen gestellt und große Lust gehabt, diesen Film zu machen. Ich weiß nicht wirklich warum. Vielleicht hatte er seine eigenen Gründe, aber er stand dem Film immer wohlwollend gegenüber. Ich kann mir diesen Film nicht mehr ansehen. Es ist schrecklich. Während der Dreharbeiten ging es noch. Er spielte seine Rolle gut. Erst in den letzten zwei Jahren seines Lebens wurde es wirklich immer katastrophaler. Es fiel schon auf. Die Geschichten, die er beim Abendessen erzählte, wiederholten sich. Plötzlich schilderte er zwei oder dreimal am Abend dasselbe. Und er konnte sich nicht daran erinnern, was er am Abend zuvor erzählt hatte. Wenn er merkte, wie ihn sein Gedächtnis im Stich ließ, wurde er manchmal nervös und ein bisschen aggressiv. Das alles waren Zeichen, die wir einfach ignoriert haben.
Man kann Alzheimer nicht heilen, aber man kann daran arbeiten. Doch dafür muss man es akzeptieren. Bestimmte Medikamente nehmen, mentale Übungen machen. Was Oma niemals tat. Man hat ihm die Diagnose mitgeteilt, aber er hat sie nie akzeptiert. Er glaubte dazu, viel zu intelligent zu sein. Und wenn man sich der Behandlung widersetzt, ist das das Ende. Und plötzlich ist er nicht mehr Bridge spielen gegangen. Er spielte noch ein paar Mal in Deauville mit, wie er sagte, Damen, um ihnen eine Freude zu machen. Das waren dann keine richtigen Wettkämpfe. Das einzig Gute, wenn man das so sagen kann, ist, dass man selbst diese Demütigung nicht mitbekommt. Es ist einem nicht bewusst. Alle wissen es, aber man selbst eben nicht. Everyone else does, but you don't. So. Als Omar starb, passten all seine Besitztümer in zwei Koffer. All his belongings in two suitcases.